Ja, willkommen zum Risen Let's Play. Das ist jetzt Folge 28. Ja, 28 sagt zumindest das Ding hier. Das letzte Mal haben wir mal wieder einen unschuldigen Tauschnovizen umgebracht. Die arme Sau. Ja, die tun es schon irgendwie alle leid. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht ein bisschen zu laut bei euch rüberkomme. Noch zu leise, weil die Ausschläge bei Outer City sind gerade übelst. Naja, gucken wir mal, wie das aussieht. Ich werde jetzt zwei oder drei Folgen, je nachdem, wie mir der Biber steht, aufnehmen. Ja, mal sehen. Also, ich begrüße Sebastian, unseren einzigen Zuschauer da draußen. Den begrüße ich persönlich, das ist mir ein Anliegen, unsere treuen Fans persönlich anzusprechen. Ja, an alle anderen Leute, die uns nicht schauen, ihr seid auch super. Ich meine, ihr geht euren Weg und ignoriert uns einfach komplett. Was ist das denn hier? Aus wie ein Detmold hier. Mit Talent Schmieden kannst du eine Waffe herstellen. Wer hätte das gedacht? Ja, ich habe ja in letzter Zeit auch mal so ein paar Let's-Channel-Videos mir mal reingezogen. Also ich finde das immer ganz lustig. Ich meine, es ist wichtig, Feedback zu kriegen. Ich meine, wenn man Scheiße baut, muss man das auch gezeigt bekommen. Ja, das ist alles sehr, sehr wichtig. Und das finde ich auch gut, dass solche Videos gemacht werden. Aber bitte, ihr gebt an, ihr wollt uns anderen Let's-Playern sagen, wie unser Channel auf euch wirkt. Das ist schön. Das finde ich super. Und das ist auch erstrebenswert, dass das irgendwer macht. Sich auch da anmeldet. Feedback ist wichtig. Aber bitte, bitte, meckert nicht über die Stimme der Let's Player. Weil, sorry. Fast alle, die ich bisher gesehen habe, ja, die haben selbst eine Stimme, die ist einfach grauenhaft. Den kann ich nicht guten selbst kotzen zu gering. Das muss doch nicht sein. Ich meine, ich habe auch nicht unbedingt gerade die super Stimme. Aber ich gehe auch direkt zu jemandem hin und sag hier, du bist scheiße. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt diesen Skorpion da irgendwie klein kriegen. Warte, ist aber schön, dass er den offiziellen Weg geht. Er muss auf jeden Fall ins Freie, weil wir da viel, viel mehr Rangiermöglichkeiten haben. Ah, jetzt haut er wieder ab hier. Der will nicht ins Freie. Gut, dann müssen wir halt weiter andocken, dass er ins Freie kommt. Ich will jetzt endlich diese scheiß Skorpione da wegkriegen. Ja, gut, gleich zu Beginn gestorben, das ist doch super. So wollen wir das. Sag mal, die Gegner sind echt in dem Tempel ein bisschen arg krass, oder? Weiß nicht. Warte mal. 0 Tage. Ja, also von heute ist kein neuer Spielstand da. War doof. Weiß nicht, muss man an diesem Vieh vorbei? Muss man es umbringen? Oder können wir einfach versuchen, da durchzurennen? Machen wir so einfach mal. Das ist durchaus möglich, dass das relativ unbeeindruckt hinten vor sich hinschawenzelt und uns vielleicht auch einfach komplett ignoriert. Hat gestorben?
Ja, wir sind gerade gestorben. Gut. Aufgrund einer Falle. Okay. Also nochmal probieren. Gut, langsam gehen die Fackeln aus. Ich hoffe mal, das Licht provoziert das arme Vieh jetzt nicht zu sehr. Noch mal im Herz. So. Hier irgendwo war dieses Teil, was uns da eben gerade platt gemacht hat. Lichtzauber. Wir können eigentlich mal diesen Lichtzauber da mal ausprobieren. So, also Lichtzauber ist die drei. Ha. Macht jetzt nie so hell. Die neun. What the fuck? Was zum Henker? Was ist denn das für ein Tempel? Da sollen wir rein? Nie im Leben sollen wir da rein. Also, da nicht im ersten Akt. Also, das lassen wir mal lieber. Ich meine, es ist ja bestimmt auch keine so wichtige Quest. Ich glaube, wir liefern jetzt erstmal ein paar Sachen ab. Was ein Scheiß. Einem Schlag hat er uns weggehauen. Selbst wenn ich in der Lage wäre zu blocken, was ich ja nicht bin, weil ich einfach dämlich hier umgehe. Da gucken wir doch lieber mal da hinten. Hier waren ja auch noch irgendwelche Viecher. Gehen wir lieber mal auf die Höhle da hinten. Weil so wird es ja nichts. So wird es nichts. Das ist nämlich auch noch ein Tempel. Wahrscheinlich ist eher der hier gemeint. Der Panzergrille. Die aber auch ziemlich mächtig. Gut. Besser weg hier. Und ein bisschen was essen. Erstmal Pilze. Also gegen den bisschen Chance. Der große Tempel, es kann unmöglich sein, dass wir da rein mussten. Da hat mir echt dieses kleine Ding da gemeint. Mach das wieder hier. So, das haben wir. Schenkel hat das Vieh auch noch. Das ist ja eklig. Das Schenkel. Mach mal die Schenkel hier weg. Ja, das machen wir mal. So, was geht hier jetzt? Also ein Schabrackentölpel. Hier komische Erfahrungssachen, Teile, Viecher.
Was geht hier jetzt? Hier ist bestimmt viel toller. Prinzipiell, er speichert selbst ab. Weil prinzipiell ist Speichern in diesen Tempeln immer eine super Idee. So, wir probieren diesen Lichtzauber aus. Gnome drin, warum sind hier Gnome? Wie viel schwache magische Heilung haben wir denn mal? Wir probieren die jetzt mal. Wir tun uns jetzt endlich mal als Magier auch hervor. Und sterben dabei mal wieder. Es ist doch echt grauenhaft. Warum sind wir nicht in der Lage, einfach nur ganz normal zu spielen? Jeder andere auch. Es ist doch echt... So, ich zum Kotzen. Naja. Niemand hat gesagt, dass dieses Let's Play für euch in irgendeiner Weise angenehm wird. Genau deswegen sterben wir uns weiter einfach durch. Warum ist halt dieses Licht einfach nur mal total für den Arsch? Ja. Ja. Also nochmal, Sachen klauen, den größten Penis haben, uns heilen. Und das sieht prinzipiell so aus, als wird hier was runterfallen. Haben wir dann irgendwelche Telekinese oder? Also erstmal abspeichern. Wir speichern für Folge 29. Und sterben auf wundersame Art und Weise. Genau. Da fällt dann was runter. Okay. Aber da hinten ist ein Schalter. Damit können wir mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit dieses eine Ding da ausschalten. Mal gucken, ob an der anderen Seite auch ein Schalter war. Ob das unser Ausgang ist. Gucken wir, gucken wir, gucken wir, gucken wir. Beere. Super. Ist scheiße, dass beim Sterben, dass dann nach dem Laden irgendwie das Licht weg ist. Total für'n Arsch. Okay, hier kann man ja drüber springen. Gut. Dann müssen wir an der anderen Seite den Hebel wegmachen. Ah, dieses Licht ist so dermaßen lahm. 8 Telekinese. Gut. Ist der Gnome da eigentlich reingekommen? Wie kommen diese Viecher immer... in irgendwelche Höhlen. Perle. Schön und wertvoll. Solange wir sie verkaufen können, ist mir das gerade mal egal. Ja, klar. Der ist da durchgekommen. Logisch. Ach, jetzt können wir da einfach drüber. Na dann. Okay. Das war also der gesuchte Tempel und nicht der andere, bei dem wir tausendmal verreckt sind. Das stimmt mich schon prinzipiell echt sympathisch. Benötigt Feuerball 1. Ich hoffe mal, dass jetzt mal unsere Magier-Ausbildung mal Fahrt aufnimmt.
Aber was ist das eigentlich für ein asozialer Tempel? Der hat irgendwie die Sicherheitsmechanismen wohl überwunden, sonst wäre er ja nicht reingekommen. Und dann ist er da drin von einem Gnom erschlagen worden, nachdem er es geschafft hat, an den beiden äußeren Viechern einfach vorbeizukommen. Das ist logisch. Aber man sollte sich ja nicht über Videospiellogik aufregen. Wird man dann sofort im Internet gehatet? Wir wollen ja nicht, dass uns irgendwer hatet. Überhaupt nicht. Mal davon abgesehen, dass es uns vollkommen scheißegal wäre. Lecker. Aber wir sollen ja nicht hier irgendwas provozieren. So. Also. Angst, ich habe mich jetzt nicht informiert, aber ich habe mir sagen lassen. Was ist los? Dass wir das Badehaus aufsuchen müssen, um den Mörder zu finden. Vorher tun wir dann erstmal schlafen. Unsere Bude da unten. Ein Keller. Wo geht's eigentlich hier hin? Was ist denn das hier? Das ist das Badehaus. Okay. Hätten wir das Badehaus gefunden. So, dann würden wir dann vielleicht schon mal diese Quest hier abschließen. Ist aber auch nirgendwo irgendwie angekündigt. Oh, sauf schneller. Meine Fresse. So. Auf geht's, los geht's. 3 Tage wach. Das sind jetzt, glaube ich, auch schon zum 2. oder 3. Mal. Ich habe mal irgendwie überlegen, dass ich hier Abwechslung reinbringe mit den Liedern. Das Problem ist, ich kann nicht singen. Das habt ihr ja ganz sicher schon gehört. So. Ja, wieder mit den Klamotten rein. Vielleicht bei Nacht. Bei Nacht da reinlegen. Hätten wir jetzt gar nicht so viel saufen müssen. Naja, egal. Bis zum nächsten. Bis Mitternacht. Wir schlafen jetzt einfach mal mit Mitternacht. Und gehen jetzt baden. Also wenn das den Mörder nicht auf die Spur bringt, dann weiß ich es auch nicht. Schön gar nicht. Naja, gut. Dann schlafen wir vielleicht doch nochmal bis zum nächsten Morgen. Hast du keinen anderen, den du voll quatschen kannst? Probier's woanders. Ah, es ist irgendwie seltsam. Warum wir das nicht hinkriegen. Kann nicht so schwer sein. Warum geht der erst jetzt hin? Tucker. Ich will stärker werden. Nein, wollen wir nicht. Ich brauche Ruhe. Ja gut, bei deinem Gesicht würde ich auch Ruhe brauchen. Okay. Also nochmal rekapitulieren. Reden, reden. Alle wollen immer nur reden. Was willst du hier? Jetzt nicht. Ich verstehe nicht, wann dieser Mörder zuschlagen soll. Man kann ja einfach irgendeins vergessen, aber. Okay, auf jeden Fall, jetzt haben wir dem seine Quest mal hier. Nicht abgehandelt. Wo ist denn der hin?
Hallo? Ich habe einen Feuerkristall gefunden. Ich habe nicht daran gezweifelt. Wenn du soweit bist, werden wir mit dem Studium der Kristallmagie beginnen. Und wenn deine anderen Prüfungen erledigt sind, werden wir dich in den Bund der Magier aufnehmen. Doch zuerst musst du die Prüfungen der anderen Magier bestehen. Mhm. Meister Pallas hat mir gar keine Prüfung gestellt. Dann wird er das wohl noch tun. Hast du eine Prüfung für mich? Du hast bereits viel für den Orden getan. Es ist nicht notwendig, dass ich dich prüfe. Aha. So. Ach, da ist er. Ich habe die Artefakte von Severin bekommen. Die Artefakte? Sehr schön. Was ist denn das? Diese Scheibe sieht merkwürdig aus. Das dürfte Mendoza interessieren. Was dich angeht, du hast gute Arbeit geleistet. Und mir dafür eine Belohnung verdient? Meinetwegen kannst du eines unserer Artefakte bekommen. Aber nur eins. Ring des Stabs, Anspruchrolle Berserker, kleiner Rubin. Was haben wir daneben? Kleiner Rubin bringt einfach nur Geld. Stabkämpfer? Ja, über kurz und lang werden wir sowieso nur noch im Stab kämpfen. Das kann ich sicher nicht verkehren. Eine gute Entscheidung, aber vernachlässige nicht dein Training. Ich habe mit Severin gesprochen. Und? Severin will weitere Kisten in die Vulkanfestung schicken. Gut, dann kann ich hier weitermachen. Gut, das hätten wir doch schon mal. Ich habe Meister Cyrus die Artefakte gebracht. Diese Artefakte waren sehr wichtig für uns. Damit hast du dir unser Vertrauen verdient. Gut. Das hätten wir doch schon mal. Stabkämpfer-Dingens, wo haben wir das denn? Ring der Energie, maximales Mana plus 10. Abkampf plus 1, also prinzipiell ja echt nicht verkehrt. Dann für später. Ja. Was gibt's? So, also wir müssen jetzt nochmal da runter. Und irgendwie herauskriegen. Kannst du mir die Komponente für geringe Heilung verraten? Ich weiß nicht. Ich könnte schon, aber wofür brauchst du sie? Schließlich gehörst du ja noch nicht zu uns. Ich brauche die Zutaten für Illumas Prüfung. Dann gehörst du sozusagen fast zu uns. Da du mir geholfen hast, das Buch zu finden, werde ich mal eine Ausnahme machen. Wenn du willst, verrate ich dir die Zutat für den Spruch der geringen Heilung. Ja. Was brauche ich, um eine Spruchrolle der geringen Heilung zu schreiben? Das ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst Heilkraut. Wer hätte das gedacht? Stopp, du bist der hier. Sonst steht hier nur noch Scheiße. Ja, irgendwie müssen wir es halt schaffen, dass dieses Ding da oben aktiviert werden kann. Salkugler Telekinese, das bringt uns halt nichts. Okay, also wir nehmen dann doch wieder eine Fackel, weil dieses schwache Licht da, das ist sowas von dämmerst für den Arsch. So, also, wir müssen irgendwie zu Meister Arschkrampe 34.
habe hier irgendwas gedrückt. Kann man auch noch was machen. Aha. Was? Warum lauern hier denn Skelette? Was ist denn das für eine schlecht gesicherte Festung? Das kann mir doch keine Sau erklären, dass das zu der Prüfung gehört. Elender Mist. Buchständer. Hier steht etwas über Magie. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Also wir haben jetzt hier einen Geheimgang gefunden, der uns genau genommen mag, gar nichts bringt. Aber immerhin, wir haben einen Geheimgang gefunden. Nichts Neues. Okay. Also wir müssen jetzt wirklich auch jedes Bücherregal überprüfen. Boah. Was soll denn das? Wer macht denn sowas? Das ist echt so, irgendwie so. Was sind Hiwis da? Hat doch kein Weltenretter wie wir. Kannst du ja gleich an der Uni in Bochum einschreiben. Alles anklicken. Mietig. Wir können ein paar Tränke wiederherstellen. Das ist auch ganz gut. Also echt gut, dass wir das gelernt haben. Ja, einfach mal ausleeren den Scheiß. Irgendwas muss hier noch versteckt sein. Weil ich höre irgendwas rumoren. Muss hier noch in der Nähe irgendwas sein. Irgendein Geheimgang oder so. Man sieht halt auch irgendwie nichts, ne? Okay. Also, wo gibt's noch so komische Ringe? Diesen Kerl zu finden, ey. Also, das ist meiner Meinung nach schlechtes Spieldesign. Ganz ernsthaft, das ist kein gutes Spieldesign. Weil da hat man auch ernsthaft nichts davon. Das Ganze so zu designen. Einfach nur Spielzeit gestreckt. Ist alles ganz süß. Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass man hier mit irgendwas machen muss, aber das Problem ist der Schalter da oben. Den müssen wir irgendwie auskriegen. Aber wie?
Denn wenn ich... Jetzt geht die Tür dazu. Genau. Wenn ich dadurch gehe, wirkt die Magie wirkt hier nicht. Genau. Also geht das so nicht. Hat ihm irgendwas gequietscht? Aber kein Schalter. Okay. Also. Also ich würde mal sagen, wenn wir innerhalb der nächsten paar Minütchen nicht das Rätsellösungs finden, werde ich dann doch mal nachschauen, vielleicht mal. Weil dann habt ihr ja echt auch keinen Spaß dran. Ich kurz die Aufnahme pausieren und gucken, wie man dieses Rätsel hier löst, um diesen Meister Abruzzo, ne? Schabracke. Magie wirkt hier nicht. Ja, ein bisschen eine Anti-Magie-Zone. Okay, warte mal. Irgendwo hatten wir doch auch eigentlich noch mal eine Fackel gehabt. Nein, die sind jetzt auch weg. So. Ja, so. Dann probieren wir noch mal das mit dem Schweben. Das ist ja prinzipiell auch nichts Verkehrtes. Das mal auszuprobieren. Eine Kugel der Levitation. Schwuppdiwupp. Schubidup. Ja, wenn wir da durchgehen, kommen wir halt nur wieder in einen anderen Raum zurück. Echt nicht durch. Dieser Nebenraum war halt echt irgendwie ein bisschen scheiße. Aber gut. Die habe ich schon alle gelesen, ne? Scheiße. Das wissen wir. Gut, dann beenden wir an dieser Stelle mal ganz kurz die Aufnahme und suchen des Pudels Kern. Und hoffen, dass wir dann die nächste Folge... Da rollen nicht echt die ganze Zeit hier an diesem Schnitz da rum. Okay, also speichern. Und dann sehen wir uns in einer nicht ganz so blind Folge wieder. Also ich werde... Ich garantiere euch, ich gucke nur diese eine Sache nach, sonst nichts. Aber manchmal geht es halt echt nicht anders. Bis dann. Tschüss.